Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander. Ja, herzlich willkommen alle Flacherdler und Flacherdlerinnen und auch an alle Globus, an alle Globus-Dings, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich habe heute ein Video vom Segelohrenbob gesehen und das Thema ist natürlich schon länger mir bekannt, sage ich mal. Aber ich denke, es ist langsam mal an der Zeit, dass wir da mal ein bisschen drüber reden, sage ich mal. Ja, ich lade den recht herzlich ein. Ich glaube, es wird 10 Minuten oder so. Dann haben wir das Ding, glaube ich, durch und dann können wir uns mal mit den wichtigen Sachen beschäftigen. Ne? Und zwar um das Video geht's hier. Ich will jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ich meine, das ist ja irgendwo alles bekannt und so. Ich hau jetzt einfach mal eine andere Theorie raus. Mal gucken, was wir dazu sagen. Also zur Betrachtungsweise, nicht wie es ist oder so. So, und zwar, wenn wir uns mal ein Oszilloskop angucken, ein Röhrenoszilloskop. Ich habe das jetzt mal hier rausgesucht. Ich blende euch das noch ein bisschen größer ein. Dann sehen wir hier eben, dass das Oszilloskop, ja, ein Elektron emittiert, sage ich jetzt mal. Und das eben hier wie der rote, ihr seht das an dem roten Pfeil, ja, auf der Röhre sozusagen, auf dem fluoreszierenden Material, wenn das dort eintrifft, ist dann quasi ein Punkt beim Oszilloskop oder halt eben eine Linie, wie man das hier sehen kann. Ne? Oder der Sinus sind quasi ganz viele kleine Punkte, die halt da lang huschen. So, hier sind die Ableitbleche, seht ihr dann, dass eben der Strahl in gewisse Richtung geleitet werden kann. Und wenn wir jetzt mal uns überlegen, wie diese Röhre funktioniert, dann kommt zumindest bei mir die Vermutung auf, dass das mit dem Mond und so genauso ist. Warum denn auch nicht? Also quasi, dass diese Platte, warte, wie sagen die Flacherdler, die Glaskuppel oder irgend sowas, ne? Also quasi ist unsere Atmosphäre. Ne? Dass wenn dort die Strahlen auftreffen, wie bei dem Oszilloskop, dass dann eben das Bild entsteht, sag ich mal. Das ist aber nicht, dass das so. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Ich habe mir dazu auch ein Experiment ausgedacht. Das will ich euch mit euch jetzt mal zusammen durchgehen. Ich male das jetzt hier so ein bisschen scheiße in Dings. So, und zwar gibt es zum Beispiel Messungen, die sagen, ich messe, also das soll jetzt mal unsere Erde sein. Oder mal müssen wir da, also müssen wir 2 Varianten machen, ne? Und dass dann die flache Erde da strich und hier ist die runde Erde. Ne? Wollen wir ja jeden mitnehmen. So, wenn ich jetzt hier einen Stab mir hinknall und hier ist jetzt, sag ich mal, die Sonne, dann kann ich ja hier den Schatten messen. Ne? Und da kommt dann eben raus bei der Berechnung, sag ich mal, dass der Abstand zwischen Sonne und Erde oder Dings 5000 irgendwas zerquetschte. Dasselbe kommt aber hier auch raus, ne? So, und ich stelle jetzt einfach mal die Frage, wenn ich recht habe mit dem Oszilloskop und wir nehmen mal an, hier ist der Mond, der ja wesentlich näher ist als die Sonne, dann müsste doch, wenn ich da den Schatten messe, ein anderes Ergebnis rauskommen. Und ich denke jetzt mal, meine Theorie, ich habe es nicht probiert, könnt ihr ja selber mal probieren, interessiert mich nicht, der Mist, wird wahrscheinlich dasselbe rauskommen. Wir können jetzt ja Spaß und sagen, pass auf, ich suche jetzt mal noch was raus. Oh, welch Zufall, ne? Ich habe es gerade wirklich, ich habe es nicht geguckt, Atmosphäre ist auf der Earth und bei der Exosphäre schreiben sie 10.000 Kilometer. Ne? Also es würde dann ja, sag ich mal, wenn hier die Strahlen der Sonne eintreffen, dass dann in der Hälfte ungefähr das Bild der Sonne entsteht oder eben auch des Mondes. Ne, könnt ihr jetzt mal wieder ein bisschen rumtesten und rumprobieren. Ich denke, wie gesagt, dass dasselbe Ergebnis rauskommt, weil es eben derselbe Abstand ist zur Exosphäre, ne? Für die Flacherdler Glaskuppel oder Firmament oder wie das genannt wird. Ne? Das heißt heute Exosphäre. Gibt, ne? Entwicklung, Sprache und so. Ne? Und ja, warum ich das jetzt mache oder warum ich das gemacht habe, dass man dann mal drüber reden, ist für jeden, dass er einfach mal das Experiment macht. Ne? Ich zeig das, ich mach's so nicht, ich brauche das mal, aber macht ihr es doch mal. Ne? Nehmt den Stock in der Sonne, messt, rechnet den Mist aus und dann macht er dasselbe beim Mond nochmal. Und wenn er ungefähr aufs selbe Ergebnis kommt, dann müsst ihr mal nachdenken. Und warum ich das mache, ich lade euch ein, Leute, das ist natürlich nicht
wie bei dem hier, ist wie bei vielem so, dass auf unserer Erde, Planet, ne? Planet, Platz, Erde. Planet ist nicht flach, Leute, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, man kann sich jetzt hier noch weiter, ne? Es wird bestimmt wieder Leute, die das dann wieder widerlegen und bla, aber ist denn das überhaupt wichtig, Leute? Ich empfehle euch, guckt mal auf meinen Kanal. Ich habe vor kurzem entdeckt, dass das Induktionsgesetz falsch verstanden wurde, so ähnlich wie hier die Geschichte. Und das ist aber, sag ich mal, für uns persönlich eher erstmal interessant, als was jetzt mit dem Universum zu tun hat, sag ich mal. Ne? Das ist ja erstmal, wir sind ja jetzt erstmal hier. Ne? Wenn ich ins Universum rausfliege, okay, dann wird es interessant, dann müssen wir mal drüber reden. Aber es wäre doch schlau, wenn wir erstmal die Sachen hier, die wir jetzt machen können, machen. Ne? Also ich lade euch dazu ein, gebt mal ein, Induktion ohne Spannung. Dann habe ich noch gezeigt, die Schwingstufe noch, die 0-Volt-Induktion. Es ist so jetzt geplant, das alles durchzukauen, das mit der Stromrichtung ist falsch, Stromalter, Dings voraus, alles falsch, Leute. Ne? Und ist eben wie hier, das dann, das ist keine böse Verschwörung, Leute, das ist einfach Dummheit. Also, ne? Guck mal, jetzt weder gegen Globus oder gegen flache Erde. Allgemein, Leute, kommt mal aus dem Teile und herrsche raus, Leute. Weil das spielt doch erstmal so und so keine Rolle. Ich habe mich dann auch gefragt, wie kann denn das sein, dass die Menschheit heute noch nicht weiß, welche Stromrichtung es ist, wobei es zwei gibt, dass die das Induktionsgesetz nicht kapiert haben und etc. Und die Antwort ist sau einfach, Leute. Und das wird hier dasselbe sein. Bei der Induktion und vor allen Dingen bei der Induktion, die Einheit Namensgeber sind Tesla und Weber. Die sind also vor 1900 gestorben oder kurz um 1900 rum. Und die SI-Einheiten, die unsere Elektrik auf der Welt sozusagen zusammengefasst haben, die wurden 1930 oder 33, also ne, so ungefähr, weiß ich es nicht ganz genau, festgelegt. Da waren die schon 30 Jahre tot. Also die Leute, die das begriffen hatten, die die Formeln gemacht haben, die alles gemacht haben, die waren schon tot, 30 Jahre lang. Ja, und scheinbar ist es da eben auch, der eine hat den Strom so rumgemessen, der andere so rum und haben sich darauf geeinigt, ja, machen wir jetzt mal die Stromrichtung so und technisch, also physikalisch so rum, technisch so rum. Ja, das ist, wenn man es nicht kapiert, Leute, ne? Dass es halt zwei gibt. Und das liegt anscheinend daran, dass die nicht geforscht haben. Die haben die vorhandenen Sachen genommen. Und haben sich da irgendwelchen Scheiß zusammen draus geschwurbelt und haben nichts begriffen, was dann äußerlich so scheint, als wenn hier eine Riesenverschwörung abläuft. Aber die gibt es nicht. Das ist Schwachsinn, Leute. Ne? Das ist einfach falsch verstanden und zur Entschuldigung der Menschheit, sagen wir mal, auf dem Gebiet der Elektrik auf jeden Fall, ist natürlich die Kriege. Ne? Dass, wenn die das 18. 20, 30 rausgefunden haben, ne? Oder wann auch immer, in Deutschland auf jeden Fall eher 1600, kann ich euch nur mein Video empfehlen, Elektrifizierung von Europa 1600. Dann, wisst ihr, wenn danach Kriege sind, bei Kriegen wird immer Wissen vernichtet. Die SPD hat Bücher verbrannt, Hitler hat Bücher verbrannt, ich will nicht wissen, wie viele Bücher die Kirche verbrannt hat mit dem Wissen, weil das ja nicht in ihre Dogmenscheiße reinpasst, ne? So, und durch die Kriege auf jeden Fall, das kann man auch ein bisschen in den Büchern, wer meinen Kanal verfolgt, ne, ich habe auch viele alte Bücher, für mich ergibt sich jetzt ein ganz anderes Bild im Laufe der Zeit, dass es eben keine böse Verschwörung ist, sondern teilweise Missverständnisse. Natürlich wird der ein oder andere an Dollar gedacht haben und da mal Fehlinformationen gestreut haben, das ist doch klar. Aber das kannst du so abhaken, das funktioniert nicht. Ich denke, dass die damals nach dem Krieg, ich sag, die Deutschen oder das Deutsche Reich hat das alles erfunden, die gesamte Elektrik 1600 schon, und es passt eben nicht in das amerikanische Dogma, dass die Amis alles erfunden haben, ne? Volta, ne? Hat er 175 Jahre später wurde ihm zu Ehren die Spannung benannt, ne? Weil, genau, Digga. Aber nicht zu dem, der es 170 Jahre vorher hatte oder was. Was ist denn da los, ne? Und ich vermute, dass nach dem Krieg die Amis ja, zu den überlebenden deutschen Ingenieuren, Elektroingenieuren vor allen Dingen gegangen sind und gesagt haben, ja, jetzt erklärt uns das doch mal.
Ne? Wir haben euch jetzt besiegt und jetzt müsst ihr uns aber alles geben und so. Und da hat der deutsche Ingenieur gesagt, Digga, das erkläre ich euch jetzt mal. Ne? Beim Kondensator eilt der Strom der Spannung voraus. Da gibt es dann Spannung ohne Strom. Ne? Und die Idioten haben das gefressen, Leute. Und das haben die in die Bücher geschrieben. Und jetzt haben wir die ganze Scheiße. Da eilt überhaupt nicht nach und vor. So ein Dünnschiss, Alter. Kannst du messen, alles. Ne? Das macht aber niemand. Alle glauben den Müll. Und das führt dann eben dazu, dass wenn jetzt einer misst, die Stromrichtung ist so und so. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel dieses Buch. Hier wird die Stromrichtung so erklärt mit dem Magnet hier. Ne? Ist jetzt scheißegal wie rum. Und da wird gesagt, es ist eh eine Stromrichtung. Digga, dreh mal den Magnet rum. Ist das zu kompliziert? Ne? Und das sind so Sachen. Also hier wird, ne, muss den Magnet rumdrehen, dann hast du die zweite Stromrichtung. Und also das kann doch nicht mehr wahr sein, Leute. Es ist wirklich mal, irgendwann ist immer Schluss. Ne? Ich mache auch viel Spaß mit, man kann gerne mal ein Späßchen machen, aber das geht ja hier langsam in die Richtung. Das ist ja Wahnsinn, Leute. Also ich lade euch recht herzlich ein. Zieht bei mir mit hier. Damit ihr, ich will euch nur zeigen, wie es funktioniert. Ich verkaufe euch nicht. Ihr könnt nichts hier, kein Kanalmitglied, nichts. Ich nehme auch kein Geld von euch. Ich will nur, dass wir das mal logisch begreifen und angehen, Leute. Und nie so eine Schwurbelei und so einen Scheißdreck, ey. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. In meiner eigenen Gruppe, Leute, das erzähle ich jetzt auch gleich nochmal wegen dem Verschwörungsmüll. War ein Mitglied, das geschrieben hat, ja, du wurdest doch auch von den Freimaurer gehackt. Ich habe ein Video auf YouTube, wo ich erkläre, dass 40 Minuten lang, dass ich nicht von den Freimaurer gehackt wurde. Und damit eben niemals dieser Müll erzählt wird. Und eine Person, die mit mir, die meine Handynummer hat, mich abonniert hat, das Video kennt, schreibt in der Gruppe, ja, das ist eine Riesenverschwörung, in Action haben sie ja auch gehackt. Ne? Die Leute begreifen nicht, hören nicht zu und tun sich dann irgendwelche Schwurbelagen Scheiße einfallen lassen. Aber, also, wer das machen will, gerne. Ne? Ich hoffe, ich kann hier mal ein paar von euch abholen, wieder mal ein bisschen klarkommen. Und lasst uns doch autark erstmal werden. Und wenn wir autark sind, Digga, könnt ihr gerne mit flache, hohle Erde oder auf dem Mond ist Hitler auf der Rückseite und was weiß ich, können wir alles machen. Ist alles kein Problem. Aber lasst uns doch erstmal die wichtigen Sachen machen. Also die Naturgesetze meiner Meinung nach sind, glaube ich, erstmal vorrangig, ob jetzt auf dem Mond Hitler wohnt oder wo. Ist mir ehrlich gesagt egal, da kann nur der Alf wohnen, das ist schön für ihn, das interessiert mich ein Scheißdreck, ne? Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte den anderen helfen da oder mal einen kleinen Ansporn wenigstens geben, dass die Sachen wirklich mal zu hinterfragen, nicht nur immer reden und bla, denkt euch Experimente aus. Also die Fakten der Wissenschaft versucht halt selber euch zu widerlegen. Ne? Und wenn dann beim ersten, zweiten und dritten Versuch rauskommt, dass ihr das widerlegen könnt, dann müsst ihr irgendwo mal die Scheuklappen absetzen und mal wieder klarkommen. Ne? Ganz einfach. Ist nicht sehr kompliziert. Und ich lade euch ein, lasst die Scheiße erstmal beiseite oder hinter, nicht die Scheiße, das Wichtige für euch, tut das erstmal kurz zur Seite und fokussiert euch doch mal auf das Unwichtige, dass ihr zum Beispiel keine Stromrechnung mehr bezahlen müsst. Ist zwar ein bisschen unwichtig im Leben, kostenlosen Strom zu haben, ist es wichtiger, sich über den Planet zu unterhalten, aber ich lade euch doch dazu ein, das mal kurz beiseite zu lassen. Wir katschen das mal schnell durch mit der Induktion, mit dem Induktionsgesetz. Und dann lasse ich euch schon wieder in Ruhe. Können wir alle wieder alles Mögliche machen. Okay? Ist das ein Deal? Wer ist mit dabei? Wer nicht? Kleine Informationen noch. Ich werde bei diesem Video natürlich die Kommentarfunktion anlassen. Ihr könnt auch alles schreiben, alles gleich zensieren und nicht oder irgendwas. Das wenn, dann ist YouTube. Also passt ein bisschen auf hier die YouTube-Richtlinie. Ne? Nicht Punkt, 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 Beleidigung und so immer schreiben oder irgend so, oder drohen oder irgend so Müll. Das muss ich ein bisschen umformulieren, ne? Mir brauchst du nicht drohen, mir ist es scheißegal, mach was du willst. Ich lade euch, wie gesagt, nur zu den Videos ein. Bitte wundert euch nicht, wenn ich nicht auf Kommentare in diesem Video reagiere. Ne? Ihr könnt euch gerne im Chat zerfetzen, das ist mir wurscht. Ich halte mich da raus, Leute. Ich forsche hier an, was heißt, ich forsche. Gut, na gut, noch forschen wir. Ne? Wir haben halt schon ein paar Erkenntnisse, aber das ist mir wichtiger. Ganz einfach. Ne? Gut, in diesem Sinne, tschüss. Achso, nee, da fehlt noch was. Lasst euch nicht verarschen und vor allen Dingen verarscht euch nicht selber, Leute. Tschüssi.